Rente mit 62. Wollen Sie auch früher in den Ruhestand gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Mehrheit der Beschäftigten will früher in Rente gehen. Arbeiten bis 67 wollen die wenigsten. So eine Umfrage. Mehr als 50% der Befragten will 5 Jahre vor dem 67. Lebensjahr früher aufhören mit Arbeiten und in den Ruhestand gehen. Rund 54% der befragten Arbeitnehmer in Deutschland würde gerne mit 62 oder sogar noch früher aufhören zu arbeiten. Nur gut 10% der Umfrageteilnehmer würde gerne bis zum 67. Lebensjahr weiter arbeiten. Die meisten der Befragten gaben als Gründe an, dass sie davon ausgehen, dass sie aufgrund familiärer und beruflicher Gründe wie Stress, Druck in der Arbeit vorzeitig die Segel streichen wollen. Ihnen ist auch bekannt, dass Ihre Rente möglicherweise sehr schlecht ausfallen wird und es auch sehr schlecht um Ihre Altersvorsorge stehen würde. Ob den Befragten überhaupt klar ist, dass es für die wenigsten in Deutschland die Möglichkeit gibt, eine Rente mit 62 zu erlangen, ist aus der Umfrage völlig unklar. Wir als gerichtlich zugelassene Rentenberater und Rechtsanwälte, die sich mit Rentenrecht jeden Tag beruflich auseinandersetzen, stellen sich natürlich die Frage, ob denn die Befragten oder die meisten Leute in Deutschland überhaupt wissen, ob es denn überhaupt eine Rente mit 62 gibt. Und die gibt es de facto gar nicht. Es gibt keine gesetzliche Rente mit 62. Ja, es gibt auch keine Rente mit 63, es gibt auch keine Rente mit 64 oder mit 65. Sondern wir haben in Deutschland bestimmte Arten von Altersrenten und auch eine Erwerbsminderungsrente. Und aktuell kann man zum Beispiel in eine Rente wegen Erwerbsminderung auch vor dem 62. Lebensjahr oder danach gehen, also diese quasi in Anspruch nehmen, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Aber eine Altersrente mit 62 gibt es nicht. Selbstverständlich kann man aktuell, wenn man zum Beispiel 1960 geboren ist, in eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen, dann auch noch vor dem 62. Lebensjahr. Diese Altersrente ist aber mit dem frühestmöglichen Beginn ab dem Geburtsjahrgang 1964 nur noch mit Vollendung des 62. Lebensjahres möglich. Aber es ist eben keine Rente mit 62. Im Regelfall gibt es für die meisten von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nur die Möglichkeit, mit 63, mit Vollendung des 63. Lebensjahres und dann mit erheblichen finanziellen Verlusten in die Rente zu gehen. Und diese Altersrente nennt man Altersrente für langjährig Versicherte. Und seien Sie sich bitte darüber im Klaren, wer zum Beispiel 1964 geboren ist, kann dann im Jahr 2027 mit Vollendung des 63. Lebensjahres in eine solche Altersrente gehen und hat dann 14,4% Abschlag. Das heißt, für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in Deutschland eine Rente oder ein Rentenbeginn mit 62 schlicht unergreifend ein frommer Wunsch, aber unerfüllbar. Daher unser Tipp: Fangen Sie schon frühzeitig an, Ihre Rente zu planen, und zwar aus unserer Sicht schon ab dem 50. Lebensjahr. Stellen Sie sich einen Finanzplan auf und prüfen Sie, rechnen Sie durch, ob die Rente später zum Leben reicht oder ob Sie noch irgendwie vorsorgen müssen. Alles andere ist letzten Endes dann nur Kaffeesatzleserei und nicht seriös. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.